Ja, es gibt zwar die Items und die Fähigkeiten, die deine Cast-Time reduzieren, aber trotzdem dauert Photon einfach erstens viel zu lange und zweitens kannst du ja keine Items im Kolosseum nutzen. Das heißt, irgendwann gehen dir die MP aus. Ja, das kommt komisch, aber ich hab's bei Colette auch nur dauernd die Bomben geschmissen. Das war genauso. Verrückt, dass ich ausgerechnet bei Genocide Sands über sowas reden kann, während ich ihn schaffe. Ich hasse die Knochen übrigens hier unten in der Anzeige immer noch. Wow, ich wurde von der Attacke nicht getroffen, ne? Tales of the Abyss habe ich muss ich noch spielen. Das hole ich, weil ein 3DS habe ich zwar, aber ich habe es tatsächlich noch nie angefangen. Ich bin ja auch gerade privat noch an Tales of Berseria dran, also. Aber ich muss sagen, mir machen alle Tales-Spiele Spaß und ich würde liebend gerne mal Tales of Xillia spielen, aber ich hätte mich heilen sollen, scheiße! Ja, das wundert mich irgendwie auch, dass keine deutsche Übersetzung dazu da ist, weil die meisten Tales-Spiele haben ja deutsche Übersetzungen und dann gibt es einfach Tales of the Abyss, wo nur auf Englisch verfügbar ist. Das war übrigens die letzte Sekunde. Ich hätte eine Sekunde länger überleben müssen. Ich habe schon gesehen, dass die Laser aufgehört haben. Ich hätte mich davor heilen sollen, dann hätte es vielleicht geklappt. Blöd. Aber ich glaube immer noch, dass wir es heute schaffen werden. Ich meine, wir sind viel schneller zum Ende gekommen als letztes Mal. Allgemein, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, was ich eigentlich nach Undertale machen will. Bin mir aber relativ unsicher eigentlich, was genau, weil ich habe die Auswahl zwischen einem meiner Sonic-Spiele auf Steam, das wären Sonic Generations oder Sonic Adventure 1 oder 2. Ich könnte aber auch genauso gut eins der anderen Spiele gehen. Woran ich auch gedacht habe, ist eventuell, ich habe es noch nicht besonders weit gespielt, deswegen könnte ich es auch noch mal im Stream neu anfangen. Hyperdimension Neptunia. Ja. Oder auch vielleicht mal so eine Runde Binding of Isaac Rebirth. Also ich habe viel Auswahl.
Wobei ich sagen muss, ich finde es meistens natürlich schade, wenn du keinen deutschen Text hast, wenn du die Spiele davor auf Deutsch gespielt hast, weil du halt ein bisschen mehr Probleme hast mit dem Verstehen, aber weil eben Eigennamen, wie die zum Beispiel die Zauber heißen, ne, ist im Englischen ein bisschen anders meistens als im Deutschen. Aber ich denke, von der Sprache, wie die Charaktere reden, versteht man normalerweise alles ziemlich gut. Ich mache zum Beispiel auch oft so, ich achte nicht auf die deutschen Untertitel, sondern schaue halt immer, wie die Charaktere reden und dann finde ich, man versteht sie meistens relativ gut. Und wenn ich nicht Englisch könnte, könnte ich zum Beispiel auch nicht Undertale spielen. Weil du einfach... Okay, du könntest es trotzdem spielen, weil du musst nicht sonderlich viel Text verstehen, um zu wissen, was du hier machen musst, aber... Ja, bei Kingdom Hearts war das auch irgendwie so eine Sache, aber... Ich denke, bei Kingdom Hearts ist es vor allem eine Angewohnheitssache, wie bei vielen anderen Sachen auch. Ich zum Beispiel kenne bei Kingdom Hearts nur die englischen Sprecher. Mich würden die Deutschen wahrscheinlich nur irritieren. Aber ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum sie bei Kingdom Hearts auf einmal bei den Remakes die deutschen Sprecher... nicht reingetan haben. Ich meine, es wäre wahrscheinlich wirklich nicht viel Arbeit gewesen. Kingdom Hearts ist auch eines dieser Spiele, was ich liebend gern mal selbst gespielt hätte, aber eigentlich außer Kingdom Hearts 3D habe ich keinen der Teile selbst gespielt, nur als Let's Plays gesehen. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil ich habe halt keine PlayStation und deswegen auch keine Chance auf Kingdom Hearts. Außer halt jetzt auf 3D, weil ich zufällig ein 3DS habe und halt dann halt 3D für ein 3DS rausgekommen ist. Also 3D ist Dream Drop Distance, falls es jemandem was nicht sagt. Ich finde es manchmal schade, dass Steam alles Mögliche anbietet, aber dann nicht Kingdom Hearts. Ich hätte liebend gern mal Kingdom Hearts auf Steam. Ich meine, die ganzen Final Fantasy Spiele sind ja auch auf Steam. Warum gelangt nicht auch Kingdom Hearts? Stimmt ja, der Black Friday müsste bald sein. Für wie viel hat Kirby gesagt, hat er seine PS4 bekommen? Ja, aber warum macht Square Enix extra Verträge mit der PlayStation für Kingdom Hearts, aber nicht für Final Fantasy, was eigentlich mehr ihre Hauptreihe ist, finde ich. Und niemand kann mir sagen, dass Kingdom Hearts beliebter ist als Final Fantasy, weil das kann ich nicht glauben. Ja, ich kann ja immer noch Pyroflos Kingdom Hearts spielen, stimmt ja. Könnte ich, aber dafür bräuchte ich Hering, weil ich glaube, Hering ist die einzige Person, die überhaupt Pyroflos Kingdom Hearts besitzt. Mal abgesehen von Pyroflo selbst. Aber hey, man muss sagen, der hat das Spiel trotzdem, hat auf jeden Fall das Spiel viel besser gemacht als die letzte Schlacht der Elfen, wobei das auch kein... Nein, Kingdom Hearts kam noch niemals für einen PC raus. Das ist ja das Problem, aber ich frag mich, warum es das nicht auf Steam gibt. Ich meine, wie schon gesagt, die ganzen Final Fantasy Teile sind ja auf Steam. Und es gibt ja viele Konsolenspiele, die auf Steam verfügbar sind. Wie zum Beispiel, eins der nächsten Konsolenspiele, was ich mir ja auf Steam holen werde, wird höchstwahrscheinlich
Wii Automata sein. Nier, nicht Wii. Nier Automata sein. Ich meine, das ist auch so ein Spiel, was normalerweise nur für Konsole ist und dann trotzdem auf Steam ist. Deswegen verstehe ich jetzt nicht ganz genau, warum sie das für Kingdom Hearts nicht machen. Allgemein mal, mit dem RPG-Maker wollte ich auch mal arbeiten. Ne? Ich meine, es gibt ja auch gute RPG-Maker-Spiele. Nicht nur die letzte Schlacht der Elfen. Oder Alte Macht, was genauso schlimm ist. Ich könnte schwören, es gab mehr als eine Rüstung, die Leben regeneriert hat pro Zug, weil ich hatte niemals die Temmie-Rüstung und trotzdem habe ich pro Runde Leben regeneriert. Das kann mir doch niemand sagen, aber warum gibt es die hier nicht? Oder habe ich sie einfach übersehen? Ich habe auch mal gedacht, es wäre eine gute Idee, Spiele im E-Shop für die nur 10 Euro kosten zu kaufen. Das Spiel war nicht sonderlich gut. Aber was erwarte ich, wenn es 10... Was erwarte ich denn bei so einem Spiel? Ach, hat Hering das sogar schon mal angespielt, die letzte Schlacht der Elfen, ne? Muss man aber auch nicht gespielt haben. Es ist einfach ultra schlecht. Ich würde das niemand antun wollen. Und zwar egal welcher Teil, die sind alle nicht gut. Ja, auf Steam gibt's schon welche gute, aber nicht im Nintendo eShop. Da gibt's nicht so gute 10-Euro-Spiele. Ein gutes Beispiel für ein gutes 10-Euro-Spiel ist direkt vor uns, nämlich Undertale. Das kostet auch nur 10 Euro. Nein, ich spreche kein Spanisch. Kann jemand von euch Spanisch sagen und das schreiben in den Chat? Hat er gesagt, er macht seinen Special Attack? Es ist nie eine gute Idee, etwas im E-Shop zu kaufen. Außer es ist Virtual Console. Bei Virtual Console kann man zum Glück nicht so viel falsch machen. Ich habe schon wieder vergessen, mich zu heilen. Das wird nichts. Das kann ich jetzt schon sagen, dass das nichts wird. Dafür sind meine Leben wirklich viel zu wenig für das. Ich hab's geschafft? Leute, ich hab's geschafft. Leute, ich hab's geschafft. Das ist übrigens eine Special Attack.